ganz zurechtkommt, gibt es speziell für Passau auch die Funktion GMDB vom Bistum Passau als Hilfestellung, wo dann auch die Register erweitert sind, um nähere und schnellere Angaben zu haben. Grundsätzlich von gesicherten Angaben ausgehen, falls die nicht zum Erfolg führen, trotz alledem zurück zu den gesicherten Angaben und diese sollte man dann einfach neu interpretieren. So, das erste ist also die Suche der Geburt. Wenn ich vorhandene Informationen habe, gehört also zunächst das Geburtsdatum und natürlich der Geburtsort dazu und natürlich der Name. Beim Namen gibt es Probleme teilweise, dass man dann, wenn man nicht fündig geworden ist, phonetisch sucht. Zum Beispiel, wenn der Familienname anfängt mit Dora oder mit Theodor, zum Beispiel der Familienname Danzer ist teilweise als Danzer und teilweise als Tanzer vorhanden. Da muss man etwas viel Kreativität aufbringen. Meistens klappt. Ich weiß aus dem Bayerischen Wald den Namen Völpel, der steht teilweise unter F, teilweise unter V. Anderes Beispiel, der Familienname Philipp, da stehen teilweise die Leute unter PH und teilweise unter F. Der Name Eichberger, der hier im südlichen Raum sehr häufig ist, auch etliche Firmen mit dem Namen Eichberger, da steht ein Teil unter EI, ein Teil unter AI. Also Kreativität hilft. Das nächste, das einen vielleicht zu einem Irrtum verleiten könnte, ist ein Doppelvorname. Wenn zum Beispiel im Register ein Johann steht, sollte man immer dran denken, dass es auch ein Johann Georg sein könnte oder Johann Michael oder Johann Martin. Dann sollte man, wenn man den Vornamen nicht direkt auf Anhieb findet, auch an die Variante suchen, sämtliche Johann anzuschauen und man kommt dadurch vielleicht weiter. In den früheren Einträgen sind die Einträge in den Kirchenbüchern teilweise in Latein. Das Latein hat die Eigenheit, dass die Buchstaben am Ende eines Wortes den Fall beinhalten, dass es heißt der Vater oder des Vaters oder der Georg oder des Georg. Da muss man etwas Fingerspitzengefühl beweisen und einfach mal nachschlagen. Ein bisschen, ein kleines bisschen Latein hilft oftmals weiter, dass man da nicht den Namen des Kindes und den Namen des Vaters verwechselt. Es gibt auch gelegentlich in den älteren Einträgen die Variante, dass zuerst der Vater des Kindes genannt wird, dann kommt der Taufpate und dann erst der Vorname des Kindes. Also einfach ein bisschen bei den lateinischen Einträgen aufpassen. So, wenn jetzt in der Heirat normalerweise ein Geburtsdatum angegeben ist, ist es aber teilweise so, dass der Pfarrer das nicht gewusst hat. In früherer Zeit war das auch nicht von größerer Tragweite. Manche Pfarrer haben dann einfach von dem Vornamen auf den Namenstag geschlossen und haben dann den Namenstag eingetragen, leider Gottes nicht immer bestimmt hat. Auch der Jahrgang der Brautleute hat nicht immer gepasst, wenn einer der beiden schon Witwer war und ein gewisser Altersunterschied gewesen ist von 10 Jahren oder mehr, dann hat der Pfarrer teilweise das etwas geschönt und angeglichen. Wenn man das soweit berücksichtigt hat, kommt teilweise auch mal vor, dass in den Büchern am untersten Rand einer Buchseite ein Kind nachgetragen wurde oder am Monatsende Kinder nachgetragen wurden, weil die Hebamme die Geburt erst etwas später gemeldet hat. Was natürlich auch sein kann, dass im Register die Geburt vergessen ist und dann bleibt einem nichts anderes, als wirklich einzeln zu suchen. Tja, leider Gottes gibt auch da gelegentlich noch keinen Erfolg. Gründlich weitersuchen. Und zwar in dem Fall sollte man versuchen, die Geburten sämtlicher Kinder des Paares zu finden und daraufhin sämtliche Taufpaten zu vergleichen. Und teilweise bekommt man dann schon einen Hinweis, ob die Paten der älteren Kinder aus einer anderen Pfarrei gewesen sind und eventuell die Eltern auch von dort gekommen sind. Wäre natürlich ein schöner Zufall, wenn man auf die Art und Weise weiterkommt.
In weiten Teilen im südlichen Landkreis Passau ist der Hofname teilweise häufiger im Sprachgebrauch gewesen als der Familienname. Die Pfarrer, die teilweise von außerhalb gekommen sind, haben halt den Hofnamen gehört und dann tatsächlich auch den Hofnamen anstatt des Familiennamens eingetragen oder ein ständiger Wechsel. Beim einen Kind Familienname und beim anderen Kind der Hofname. Das ist mühsam, aber dann bleibt einem nichts anderes übrig, als dass man einzeln sucht, damit man die Kinder zusammenbekommt. In Böhmen gibt es noch eine Besonderheit. Auch dort sind ja die katholischen deutschen Kirchenbücher genauso gesammelt wie hier. Dort ist es immer wieder anzutreffen, dass in einer Pfarrei zuerst sämtliche Kindertaufen des Pfarrortes selbst eingetragen sind und im Anschluss dann die umliegenden Dörfer einzeln aufgeführt wurden. Das Problem ist noch, dass dort die Seitenzählung jedes Mal wieder bei 1 anfängt. Also wenn ich auf der Seite 5 des Pfarrortes mein Kind nicht finde, dann soll ich nachschauen, ob ich im richtigen Dorf bin und dort weitersuchen und jedes Mal die Seite 5 suchen. Eine Besonderheit hier im Hochstift Passau war auch noch, dass ich unterschiedliche Gerichtsbezirke später habe nach 1800. Da gibt es in der Pfarrei Perlesreuth die Variante, dass für jeden einzelnen Gerichtsbezirk Bücher angefertigt wurden. Wenn ich also in einem Buch meine Geburt oder auch andere Eintragungen nicht finde, soll ich immer nachschauen, dass ich auch wirklich im richtigen Gerichtsbezirk bin. Noch eine Variante, die es gibt, wenn eine Pfarrei nagelneu anfängt. Viele Pfarreien haben vorher zu einer älteren Pfarrei dazugehört. Und bevor dann die neue Pfarrei mit eigenen Büchern begonnen hat, ist es häufig, dass in der vorherigen, also in der sogenannten alten Pfarrei, der ehemalige Pfarrer noch für den Vikar die neuen Dörfer ans Ende des Jahres nachgetragen hat. Muss man einfach mal schauen, wenn man am Anfang der Pfarrei es nicht findet, ob man es in der vorherigen Pfarrei findet. Da kann es auch durchaus sein, wenn man das Glück hat, dass man von einer jüngeren Pfarrei in eine ältere wechselt, dass man da dann noch mehrere Generationen zusätzlich finden kann. Ein weiteres Hindernis, das bei uns gelegentlich im Weg sitzt, sind die sogenannten illegitimen Kinder. Ist es die lateinische Variante für uneheliche, also bitte nicht illegal, die haben nichts mit dem Gesetz zu tun, sondern nur mit der Heirat. Illegitime Kinder sind gelegentlich mal am Ende eines Jahres oder teilweise sogar in einem eigenen Buch eingetragen, sollte man vorsichtig sein. Die Namensgebung ist vor 1875 so geregelt in Deutschland, dass sämtliche Kinder nach dem Namen des Vaters benannt wurden, erst nach 1845 nach dem Namen der Mutter. Leider Gottes im Bayerischen Wald hat diese Umstellung immer wieder mal etwas länger gedauert. Also es kann durchaus 1850 auch ein uneheliches Kind noch nach dem Familiennamen des Vaters benannt worden sein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Selbst 1850 oder 1860 kommt es dann bei Heiraten immer wieder noch dazu, dass rückwirkend der Familienname geändert wurde. Also wenn das Kind noch nach dem Namen des Vaters 1840 geboren wurde, kann in der Heirat 1860 tatsächlich die andere Variante erscheinen. Da braucht man einfach ein bisschen Gefühl, dass man weiterkommt. Wenn dann tatsächlich nichts zu finden ist, sollte man versuchen, ob noch weitere uneheliche Kinder von diesem Elternpaar geboren worden sind. Da gibt es immer wieder Hinweise, dass die Eltern vorher von woanders gekommen sind oder dass andere Berufsangaben gewesen sind, dass man dann sieht, aha, der Vater war Steinmetz oder hatte ähnliche Berufe, von denen man weiß, dass sie immer wieder gewandert sind.
Möglichkeit existiert auch über Taufpaten. Oder dass ich sage, in der Taufe steht drin, er war Bauerssohn oder Ingunerssohn. Wenn ich dann vier oder fünf ähnliche mögliche Familienväter finde, dann ist es auch eine Möglichkeit, den richtigen zu erwischen. Gut, jetzt geht's in den zweiten Teil der Suche. Jetzt kommt die Heirat als nächstes. Wenn wir also mit der Taufe fündig sind, wissen wir die Eltern. Nun suchen wir die Heirat. Zunächst gehen wir davon aus, dass im Heiratseintrag die Eltern der Brautleute mit deren Wohnort angegeben sind. Im Normalfall stehen auch Trauzeugen mit Wohnort. Wenn ich meine vorhandenen Informationen eingesetzt habe und keine Heirat gefunden habe, übers Register muss ich dann zunächst wirklich einzeln suchen. Entweder nochmal in der Pfarrei oder aber in umliegenden Pfarreien. Eine schöne Variante im Böhmerwald ist, dass dort im Normalfall bei den Heiraten sowohl die Brautleute, deren Eltern und auch die Großeltern angegeben worden sind. Dort hat sehr häufig eine Namensgleichheit geherrscht, um sicher zu sein, dass man das richtige Ehepaar hat, ist das natürlich eine feine Sache. Wenn ich die Heirat nicht von Anfang an finden kann, muss ich einfach nochmal zurück zu den echt nachgewiesenen Unterlagen und dann muss ich nochmal nachschauen. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich eine Heirat finde, wo nur einer der beiden geheiratet hat, aber keine Eltern angegeben sind. Das deutet sehr darauf hin, dass sie Witwer oder Witwe gewesen ist. Das kann ich dann abgleichen, dass ich im Sterbebuch nochmal nachschaue. Und oftmals lässt sich dann eine Lösung finden. Der Wohnort der Eltern ist durchaus natürlich auch ein Hinderungsgrund, wenn ich bei der Taufe sehe, dass die Eltern öfter umgezogen sind, dass also alle Kinder in unterschiedlichen Orten geboren wurde, lässt darauf schließen, dass ich da nochmal nachhaken muss. Hilfreich sind oftmals die Trauzeugen und eben auch die Taufpaten, weil ich aus denen recht viel rausholen kann, wenn der normale Weg nicht funktioniert. Man muss noch dran denken, dass die heutige Zeit sehr häufig am Wohnort der Braut geheiratet wird. Früher war das nicht so direkt zwingend. Wenn der Bräutigam zur Braut geheiratet hat, dann war es meistens am neuen Wohnort. Wenn die Braut zum Bräutigam eingeheiratet hat, dann war es meistens bei ihm. Das ist unterschiedlich, je nachdem auch, wie der Geldfluss gewesen ist, ob die Brautleute oder also die Brauteltern das Hochzeitsfest ausgerichtet haben. Oder die Eltern des Bräutigams findet man da immer wieder ganz neue Varianten, an die man denken sollte. Circa 1900 und in der Zeit kurz davor und danach war es sehr, sehr häufig, dass auch in einer Wallfahrtskirche geheiratet wurde, zum Beispiel Passa Maria Hilf. Da gibt es eigene Bücher. Da sollte man dann auch dran denken, dass man in der normalen Pfarrei keine Chance hat, dann die Heirat zu finden. Das wurde allerdings bei den Geburten um 1880 schon sehr häufig bei der Geburt mit eingetragen, wo dann die zukünftige Ehe stattgefunden hat. Also es wurde dann der Heiratseintrag an den Geburtseintrag gemeldet. Das ist auch wunderbar, dass das bei den Standesämtern auch immer so gehandhabt wurde, dass zum Geburtseintrag dann nachgetragen wurde, wo war die Heirat, wenn ja, oder wie viele heiraten und zum größten Teil auch wurde eingetragen, wann gestorben. So, nun sitze ich da und suche weiterhin die Heirat und finde sie nicht. Wenn jetzt im ganzen Register dieser Familienname nicht zu finden ist in dieser Pfarrei, das deutet natürlich darauf hin, dass ich in den umliegenden Pfarreien suchen muss. Es gibt auch die Variante, dass das Heiratenbuch komplett verschwunden ist, ob durch Brand oder durch andere Umstände.
müsste ich versuchen, dass ich eventuell in einem Sponsalienbuch als Ersatz Hinweise bekomme. Sponsalienbuch ist sowas in der Art wie ein Verlobungsbuch. Dort sind im meisten Teil dann auch Eltern angegeben oder zumindest Hinweise darauf. Wenn ich den Beginn einer Pfarrei hatte, wo also ganz am Anfang dieser Familienname erst auftaucht, sollte man immer versuchen, ob dann nicht ein Hinweis zu finden ist, ob die Pfarrei vorher woanders dazugehört hat. Speziell bei den Heiraten gibt es noch eine Möglichkeit. Früher musste man ja eine Heiratslizenz in Deutschland von der Gemeinde erwerben. Unter gewissen Konditionen, es musste der Eindruck da sein, dass die zukünftige Familie vom Bräutigam ernährt werden konnte. Wenn das nicht der Fall war, gab es im grenznahen Gebiet zum Römern öfters die Möglichkeit, dass man über die Grenze ins Böhmische gegangen ist zum Heiraten. Der böhmische Pfarrer war unabhängig von der deutschen Lizenz. Er hat Urteilspaare getraut, die in Deutschland keine Lizenz bekommen hätten. Nun kam dann natürlich das verheiratete Paar zurück und hatte dann auf einmal eheliche Kinder, ohne dass die Heirat in Deutschland zu finden ist. Also an solche Sachen immer dran denken. Der Pfarrort Kuschwarda war eine Zeit lang sehr beliebt. Und wenn ich dann immer noch nichts habe, dann müsste ich einfach noch mal in den Kindertaufen nachschauen. Was war der Vater von Beruf? Wenn er Handelsmann gewesen ist. Es gibt natürlich Handelswege wie zum Beispiel den Salzhandel, namens Goldener Steiger. Da gibt es sehr viele Unterlagen. Da muss ich einfach dran denken, dass ich dann auf den Weg schaue, ob ich da vielleicht die Heirat finde. Das ist mühsam, aber es gibt genügend Bücher oder Veröffentlichungen, wo ich weiterkomme. Auch bei Glasmachern oder Glashändlern, das war eine ganz eigene Sache. Auch da gibt es sehr viele Unterlagen. Wenn jemand Leinenweber oder Tuchhändler war, das sind auch wieder ganz eigene Handelswege, an die man denken muss, vom Mühlviertel ins Bayerische und so weiter. Eigenes Kapitel sind die Viehhändler, aber ich glaube, das weiß jeder, da brauche ich nicht noch extra was dazu sagen. Bescheid wissen sollte man bei den Glashütten. Die Glashüttenherren hatten eigene Lizenzen, die konnten ihren Glashütten Meistern und Glasbläsern eigene Heiratslizenzen ausstellen, aber es gibt sehr viele Nachschlagewerke, wo man dann bei der Suche weiterkommt. Also Verzeichnisse, welche Leute von wann bis wann auf welcher Glashütte gearbeitet haben. Speziell die Glasmacher sind dann natürlich auch weit gewandert durch diesen speziellen Beruf. Es gibt also Glasmacher aus dem Spessart, das ist im Nordbayerischen, die dann tatsächlich auch in die Oberpfalz und auch im Böhmerwald auf die Glashütten gewandert sind. Genauso auch von Süden Italien sind Glasmacher tatsächlich auch im Bayerischen Wald gekommen. Dann haben wir natürlich in größeren Städten, wie zum Beispiel in Passau, ganz spezielle Berufe, zum Beispiel Glockengläser, Goldschmiede, Posamentierer und viele andere spezielle. Da kommt man ein bisschen weiter über Zunftbücher und Gewerbeakten, Bürgeraufnahmebücher und so weiter. Solche Sachen findet man dann im jeweiligen Stadtarchiv. Da sind die Stadtarchive sehr gut ausgestattet. Da muss man einfach sich getrauen, eine Anfrage zu stellen und dann wird im Normalfall sehr gerne weitergeholfen. Tja. Und dann sitze ich wieder mal da und bin immer noch nicht weiter mit dem Eintrag gekommen. Da muss ich einfach noch mal aufs Datum des ältesten Kindes schauen. Teilweise nur ganz kurz vor der Geburt des ersten Kindes einfach noch mal einzeln nach der Heirat suchen. Es gab tatsächlich auch die Variante, dass am Tage der Geburt das Elternpaar geheiratet hat, damit das Kind tatsächlich als legitimes Kind gegolten hat. Die Legitimierung von unehelichen Kindern durch nachfolgende Heirat, im Lateinischen nennt sich das
Matrimonium subsequens legitimatus, abgekürzt PMSL, bedeutet, dass teilweise sogar mehrere unehelich geborene Kinder legitimiert wurden durch nachfolgende Heirat. Das wurde oftmals gemacht, weil es für gewisse Berufe und auch für den Staatsdienst die Voraussetzung gegeben hat, dass man ehelich geboren sein musste. Das haben die Eltern gegen ein gewisses Entgelt oftmals in Kauf genommen. Ist mir auch schon vorgekommen, dass ein erwachsenes Kind, das heiraten wollte, tatsächlich durch die gleichzeitig erfolgte Heirat der Eltern tatsächlich legitimiert wurde und dadurch heiraten konnte. Das größere Problem für die Heirat bedeutet ein tatsächlich uneheliches Kind, dass ich keine Heirat der Eltern finde. Dann soll ich aber noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Es gibt immer wieder die Variante, dass ich dann etwas später nach der Geburt des unehelichen Kindes weitersuche und einer der beiden Partner, ob es der Vater des Kindes oder die Mutter des Kindes, eine Ehe eingegangen sind mit einem anderen Partner. Dort stehen natürlich dann weiterführende Angaben drin. Wenn ich dann noch nachschaue, ob bei diesem Elternpaar die gleichen Taufpaten wie beim unehelichen Kind gewesen sind, also wie praktisch bei den Halbgeschwistern, dann habe ich definitiv einen Beweis. Dann gibt es oftmals zu der Zeit, wo noch im Standesamt die Eintragungen geführt worden sind, den Hinweis auf das Sterben. Also im Normalfall ist im Standesamt bei einem Geburtseintrag auch ein vermerktes Sterbeeintrag. Wenn ich also nicht weiterkomme, dann kann ich versuchen, über den Sterbeeintrag im Standesamt weitere Informationen zu bekommen. Bei unklaren Angaben. Wenn ich also jetzt auf dem Friedhof nicht weitergekommen bin, auf dem Grabstein das Datum sich auch als nicht richtig erwiesen hat, was leider Gott immer wieder vorkommt, dass mal der Tag nicht ganz richtig auf dem Grabstein steht oder auch der Monat vielleicht etwas verkehrt ist, muss ich einfach nochmal nachschauen und weitersuchen, ob ich vielleicht noch weitere Grabsteine mit dem gleichen Familiennamen finde. Da muss ich dann einfach kontrollieren, eben im Standesamt, was das Standesamt mir da weiterhelfen kann. Wenn ich das nicht finde, dann in die umliegenden Friedhöfe gehen. Es ist durchaus denkbar, dass der Verstorbene bei einem der Kinder zum Schluss gelebt hat, versorgt geworden ist und dort dann auf einem anderen Friedhof beerdigt wurde. Roswitha, darf ich kurz unterbrechen? Wolltest du vielleicht noch weiter blättern? Du bist immer noch auf Heirat. Entschuldige, danke. Okay. Also, das Standesamt ist tatsächlich äußerst hilfreich. Es verwaltet ja auch die Gräber der Gemeinde. Dort ist genau festgehalten, in welchem Grab jemand drin liegt. Es sind ja auch immer wieder Gräber aufgegeben worden, wo dann eine andere Familie reingekommen ist. Es gab ja auch die Variante, dass nicht jeder beim Ehepartner im Grab liegen wollte, was natürlich manchmal zu Missverständnissen geführt hat, was aber in heutiger Zeit immer wieder häufiger vorkommt. Da kann also das Standesamt einem tatsächlich weiterhelfen. Wie gesagt, bei den Geburtseinträgen ist oftmals das Sterbedatum im Standesamt mit eingetragen, beziehungsweise auch umgedreht, wenn jemand dann ca. 1880 gestorben worden ist, ist dann auch bei den Standesämtern eingetragen, wann er geboren wurde, wo er geboren wurde und teilweise sogar auch mit wem er verheiratet gewesen ist. Leider Gottes gibt es sehr viele Kriegstote, die speziell auch im Zweiten Weltkrieg, also von 1839 bis 1945, erst von den Kriegskameraden gemeldet worden
Kriegstote, die gemeldet wurden, sind. Und durch die Behörden über Kriegsministerium und so weiter erst später dann an das zuständige Standesamt gemeldet wurden. Dementsprechend wurden die dann auch wesentlich später erst eingetragen. Also wenn ich das Register in einem Standesamt suche, immer dran denken, dass ich noch etwas Spielraum lassen muss. Die Nachträge, die dann natürlich auch im Register erst in folgenden Jahren erscheinen, da muss ich dann einfach jeden Eintrag durchsuchen, ob ich weiterkomme. Ja, speziell natürlich im Krieg. Es wurden Leute auch vermisst ohne definitiven Todestag. Die Angehörigen haben dann es oftmals übers Gericht veranlasst, für tot erklärt zu werden, damit dann eine Verlassenschaftsabhandlung, also Erbschaftsabhandlung stattfinden konnte. Dementsprechend wurde dann auch erst nach circa 30 Jahren dem Standesamt der ausgesprochene Tod mitgeteilt. Also speziell bei den Todesfällen, die zu Kriegszeiten gewesen sind, muss ich einfach ja viel Fantasie walten lassen und tatsächlich auch viel suchen. Gut, jetzt geht es natürlich auch in die Zeit vor 1900. Im Normalfall muss ich rechnen, dass bei der Geburt des letzten Kindes der Vater noch gelebt hat. Es gibt den speziellen Fall, dass in einer Taufe drin steht, Postum, das bedeutet nach Tod des Vaters. Das heißt also, innerhalb der letzten circa 9 Monate vor der Geburt ist dann wohl der Vater schon verstorben. Muss man dann halt auch einzeln suchen, wenn man es über das Register nicht direkt findet. In neuerer Zeit, aber natürlich auch schon vor 1900, gibt es Krankenhäuser, wo man dabei denkt, man sollte, dass auch Krankenhäuser eigene Bücher haben, in denen die Todesfälle eingetragen wurden. Für Passau weiß ich zum Beispiel, werden diese älteren Sterbebücher im Stadtarchiv aufbewahrt. Sollte man dran denken, dass ich das dann natürlich im Friedhof direkt nicht finde, was die Sterbemitteilung betrifft. Auf den Gräbern sind die Verstorbenen meistens aber eingetragen. Bei Unglücksfällen, ob jetzt nun gestorben durch Ertrinken oder verbrannt oder Unfall eines vom Pferde gefallen oder mit einem Kutschen oder einem Wagen umgekommen, Schlägerei im Wirtshaus oder im Finstern überfallen, es gibt sehr viele Varianten. Im Normalfall wird dieses Sterben in der Pfarrei eingetragen, in der auch der Fundort der Leiche ist. Also wenn die Leute in der Nachbarpfarrei im Wirtshaus waren und dort der Tod eingetreten ist, muss ich daran denken, dass ich dann auch tatsächlich dort das Sterben eingetragen habe. Kommt nicht so häufig vor, aber man sollte einfach daran denken. Was häufiger vorkommt, zumindest in der neueren Zeit, dass eine ganze Familie, komplett Eltern, Kinder, teilweise auch die Großeltern umgezogen sind, in ein neues Anwesen gekauft haben und aus der älteren Pfarrei in eine ganz andere Pfarrei umgezogen sind. Da ist oftmals das Standesamt hilfreich. Diese Hinweise finde ich eben auch, wenn ich über das Register sehe, hoppla, da ist ja gar kein einziger Familienname vorher vorhanden gewesen. Da viel Fingerspitzengefühl, teilweise kommt man durch Kaufurkunden weiter, teilweise auch durch Familiengeschichte, dass man weiß, ja, die waren ja früher von Österreich, die sind ja erst zugezogen. Gut, nicht nur im eigenen Land, sondern eben teilweise auch freiwillig als Auswanderer aufgrund der schlechten Wirtschaftssituation. Gab es die Auswanderung nach Nord- und Südamerika. Da ist ein größerer Trend, circa 1880. Sowohl Nord- und Südamerika als auch Australien. Da gibt es spezielle Verordnungen vom König von Bayern zum Beispiel jetzt nur,
Wenn jemand auswandern wollte, musste er vorher seine Schulden beglichen haben. Das musste dann auch in einer Zeitung in speziellen Nachschlagewerken eingetragen sein, dass die Lizenz da war, dass er alle Schulden bezahlt hat und freiwillig gehen durfte. Da gibt es aber dann noch viele andere Varianten aus früherer Zeit mit Freikaufen von der Leibeigenschaft und so weiter. Das führt jetzt hier zu weit. Auch die Möglichkeit gab es, dass jemand unfreiwillig außer Landes gegangen ist, wenn zum Beispiel nach einem Gerichtsbeschluss er des Landes verwiesen wurde. Habe ich schon öfters gesehen, um 1800 leider Gottes wiederholte Bettelei und Nichtabhaltens der Kinder der Bettelei wurden immer wieder Gerichtsurteile gefällt und zum Schluss als bittere Pille hieß es dann wegen wiederholter Vergehen wurde er des Landes verwiesen. Habe ich zufällig im Passau jemanden gehabt, der ist dann nach Schärding gegangen. Diese Suche ist mühsam, aber manchmal findet sie weiter. Wenn jemand nach Nord- oder Südamerika oder Australien mit dem Schiff ausgewandert ist, dann gibt es Auswandererlisten, Schiffslisten, da gibt es noch sehr, sehr viele Urkunden. Meistens geht es allerdings aus dem Ausland, dass die Leute dann sagen, ja, mit dem Schiff sind unsere Vorfahren nach USA gekommen und wir wissen nur aus Bayern. Da ist dann sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, aber es gibt auch genügend Datensammlungen, mit denen man weiterkommt. Also man ist noch nicht ganz am Ende. Zum Beispiel gibt es frühere Zeitungen, in denen Geburtsanzeigen, Heiratsanzeigen, Sterbenanzeigen drin sind. Mittlerweile sind da auch viele online zu finden. Telefonbücher, teilweise von früher. Teilweise auch von heute, wo man einfach ganz bequem nach dem Familiennamen suchen kann und dann sieht, welche Probleme man vielleicht lösen kann. Es gab früher sehr häufig Adressbücher, vom Passau gibt es Adressbücher aus einer Zeit um 1900, 1930, fast jedes Jahr teilweise. Da muss ich dann halt in das Stadtarchiv reinschauen. Mittlerweile sind da auch sehr viele schon elektronisch, die man online abrufen kann. Grundsätzlich, wenn man nicht weiterkommt, bei den Gemeinde- oder Stadtarchiven nachfragen. Die Leute sind sehr hilfsbereit. Man bekommt wirklich gute Auskünfte oder zumindest einen Hinweis, wie man weitersuchen könnte. Woran man denken sollte, ist Staatsarchiv, Bayerisches Staatsarchiv oder Baden-Württembergisch, je nachdem, wo man die Vorfahren hat. Auch dran zu denken, die fürstlichen Archive, zum Beispiel die Hohenzollern, haben sehr viele Unterlagen aufgehoben, Fürsten von Leiningen, die Tonne und Taxis. Es gibt sehr viele Adelsfamilien, die tatsächlich auch eigene Archive haben. Nicht zu vergessen natürlich unser Diözesanarchiv. Da sind nicht nur die Matriken, also die Kirchenbücher gelagert, sondern sehr viele zusätzliche andere Archivalien auch. Zum Beispiel Schriftwechsel des Bischofs mit den einzelnen Pfarrern, jeweils zugeordnet in die Pfarreien. Es gibt Leichenpredigten, es gibt Beichtzettel, es gibt Urkunden, dass die Kirche Geld verliehen hat an einzelne Bauern und so weiter. Da muss man einfach im Diözesanarchiv dann anfragen, was habt ihr über die spezielle Pfarrei, in der ich nicht weiterkomme. Falls Immobilienbesitz da gewesen ist, gibt es Grundbücher, es gibt Briefprotokolle, es gibt Steuerabgaben, die aufgrund des Grundbesitzes zu leisten gewesen sind, sowohl an die Kirchen oder auch an den Staat. Unser spezielles Beispiel hier ist Hochstift Passau, das ja sowohl Landeigentümer als auch Kircheneigentümer war. Es gibt speziell auch in der Diözese Passau Nachweise, die sogenannten Hofkalender, wo die Bediensteten des Fürstbistums, des Fürstbischofs aufgelistet worden sind, wo man auch immer wieder ganz tolle Funde bekommt. Natürlich hat auch der bayerische Staat sehr viele Nachweise über seine Staatsbediensteten. Weiter kommt man dann teilweise über die Zuordnung vom historischen Atlas in Bayern.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wenn man also einfach nicht weiterkommt, dass man nachfragen kann. Historiker, die auch sehr gerne weiterhelfen, sie der Vortrag letzte Woche über tote Punkte. In heutiger Zeit ist die Internetnutzung schon wundervoll. Man hat Social Media, wo man so sehr viel nachschauen kann. Natürlich auch YouTube, wo einem immer wieder weitergeholfen wird. Die allerwichtigste Hilfe für einen Forscher, der noch nicht sehr viel Erfahrung hat, dass man andere erfahrene Forscher nachfragt, zum Beispiel auch über das Internet. Die einfachste und die erfolgreichste Hilfe ist natürlich über den Bayerischen Landesverein für Familienkunde. Sollte man sich einfach trauen, dass man auch bei denen mal um die Hilfe anfragt. Ich danke für das Interesse. Ich wünsche auch weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen nicht den Spaß verlieren. Das war's.